schönen guten Tag. Mein Name ist Otto Torno und seit über 20 Jahren befähige, bewege und unterstütze ich Organisationen und ihre Menschen auf dem Weg, ihre Ziele zu erreichen. In den Bereichen Coaching bin ich spezialisiert auf Führungskräfteentwicklung, Nachwuchskräfteentwicklung, aber auch ich coache sehr viele Menschen, die in der Neuorientierungsphase sind oder Selbstfindungsphase. Gerade jetzt in der Mitte des Lebens erfahre ich das sehr oft, dass da Menschen kommen und sagen, Mensch, was mache ich, das war nicht alles, wo kann ich mich noch hinentwickeln, ob beruflich oder auch privat. Fasziniert war ich von der Aussage, dass alle Menschen gerade mal ein Drittel ihrer Fähigkeiten benutzen. Zwei Drittel liegen brach. Und dadurch habe ich mich beschäftigt mit den Themen, wie kann man die zwei Drittel nutzen und auch entwickeln. Und das ist auch immer Inhalt in meinen Seminaren, nämlich genau diese unausgeschöpften Potenziale zu erkennen, zu sensibilisieren und aber auch auszuschöpfen. Ja, und das ist auch das, was man an mir auch als Trainerin schätzt, als Bankbetriebswirtin, auch einen nüchternen Blick auf Entwicklungsphasen und auch im Hinblick auf Coaching. Und ich arbeite immer sehr nah am Menschen, aktuelles Know-how und eine hohe Qualität, nämlich auch Ziele zu erreichen und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, was braucht er gerade, um seine Ziele auch zu erreichen. Zu mir kommen Führungskräfte aus unterschiedlichen Branchen. Ich bin sehr stark auch in der Gesundheitsbranche tätig. Zahlreiche Ärzte, Ärztinnen kommen zu mir, um zu schauen, wie gehe ich mit den neuen Herausforderungen, die die Gesundheitsbranche mit sich bringt, auch an. Wie entwickle ich mich zur Führungskraft? Wie kann ich marketingmäßig auch auftreten und die Themen auch begleiten? So Schwerpunkte in meinen Trainings oder in meinen Coachings sind auch Vertriebsthemen. Auch im Vertrieb zielgruppenorientiert zu agieren, auch neue Zielgruppen zu entdecken, die neue Sprache zu sprechen. Generation Y ist ja immer ein Thema. Wir gehen mit unterschiedlichen Temperamenten und auch Generationen um. Und der demografische Wandel ist immer ein Thema in den Themen, ob Führung, ob Vertrieb, ob Kommunikation, ob interne Teamentwicklung. Gerade Teamentwicklung im Rahmen des demografischen Wandels ist ein Thema in der heutigen Zeit.